Servus und herzlich willkommen zur Spray-TV-Übertragung zum Spiel der Tölzer Löwen gegen die Heilbronner Falken. Letztes Jahr, genau heute auf den Tag, haben wir hier ein Eishockeyfest gefeiert. 3.300 Zuschauer, 14 Tore. Die Löwen haben es am Ende gewonnen mit 8:6. Ich kann mich gut erinnern, wie beim Tor von Marco Pfleger zum 7:6 die Bude explodiert ist. Also es ist wirklich schade, dass wir heute wieder vor leeren Rängen spielen. Aber wir versuchen die Übertragung so gut wie möglich zu machen, damit sie zu Hause eben trotzdem ihren Spaß haben. Ja, durchziehen ist somit das Wichtigste, weil dann weiß man, wie man spielen muss, was halt mehr erlaubt ist, was nicht. Und Achtung, Gardiner, Tor für die Löwen. Max French wieder angeschossen, wie im Spiel gegen Landshut. Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe. Ja, da kannst du gerne unterbrechen. Tyler McNeely dahinter, Tor mit dem Pass. Gardiner nimmt den Schuss und der hoppelt dann irgendwie gegen Max French und es steht 1-0 für die Löwen. Ja, das ist schon mal ein guter Start jetzt in die Partie. Klar, das erste Powerplay genutzt, das war ja die letzten Wochen oder in der ganzen Saison jetzt noch nicht ganz so prickelnd. Ja. Und auch wenn es eher glücklich war jetzt, solche Tore braucht man. De La Rovere. Achtung auf den. Wie angesprochen, im ersten Spiel gegen die Löwen 3 Tore gemacht. 6 im Powerplay in der Saison schon. Und da ist der Puck im Tor, Kevin Maginot. 1:1. Ja, so leicht geht's. Also perfekt vom Tor gestanden. Einfach mal Schuss aufs Tor und vermutlich abgefälscht von Knaup. Und schon steht's 1:1. Ja, Knaup auf jeden Fall in der Schussbahn. Und vor dem Tor De La Rovere auch. Also für Maxi Franzre war da überhaupt keine Sicht. Ich glaube, der geht sogar direkt durch, tatsächlich. Wieder Klos. Und Achtung, Tor für die Falken, Simon Thiel. Ja, das war einfach klasse gespielt. Eiskalt abgeschlossen und verdiente Führung jetzt. Ja, und zwar in der Mannheimer Produktion. Riberik auf Klos und dann Simon Thiel lässt sich da die Chance nicht nehmen. Klasse gemacht. Und herzlichen Glückwunsch zum ersten Tor im Seniorenbereich an dich, Simon Thiel. Oh ja, vorm Tor De La Rovere. Tor für die Falken. Stefan De La Rovere, der hat es gegen die Löwen. 4. Tor in der Saison gegen die Burm. Er war dann aber viel zu frei da in der Mitte. Und dann fackelt er gar nicht lang, nimmt direkt den Schuss mit der Rückhand. Die Vorlage kam wieder von Simon Thiel. Also der Torschütze zum 2:1 hier. 19-Jährige. Schön gemacht. De La Rovere mit der Rückhand eiskalt. Ja, und Heilbronn hat sich das absolut verdient. Diese 3:1-Führung. Sind im zweiten Drittel klar die bessere Mannschaft, aber Edtfelder in der Mitte. Klasse gemacht, Manuel Edtfelder. So kann man sein erstes Saisontor mal schießen. Und die Löwen mit der direkten Antwort. Ja, das ist ganz, ganz wichtiger Treffer jetzt für die Löwen. Also ein schöner Pass oder Flanke von Schlagi. Ja. Und super angenommen, super Bewegung vom Edtfelder. Und ja, die Chance lässt er sich nicht nehmen, auch nicht im Training und so steht es 3:2. Er nimmt ihn mit dem Schlittschuh an und dann eben mit der Vorhand auf die Rückhand gelegt. Die Baker, ja, gut gemacht. Kommt da an die Scheibe gegen Rice. Tosto hilft ihm jetzt. Die Löwen bleiben dran. Sucht den Querpass und da ist das Tor durch Luca Tosto. 3:3. Puh, bisschen aus dem Nichts. Ja, das war schon sehr, sehr stark gespielt, das Start. Ja, Luberti Becker hat es eigentlich eingeleitet, da mit dem klasse Vorcheck und dann ja, die Übersicht von Tyler McNeely auf Luca Tosto. Naja, und dann haben wir wieder so eine Serie, die sich weiter verlängert. Und zwar ist es dann schon die dritte heute Abend, weil das ist das 6. Spiel in Folge, in dem sowohl Tosto als auch French treffen. Und auch der Luberti Becker hatte heute vorher schon einen Assist, aber halt jetzt einen weiteren, hat damit weiterhin in jedem einzelnen Saisonspiel, das er absolviert hat, gepunktet. So, die Becker. Zieht zur Mitte rüber zu Gardiner und das ist das nächste Tor. So schnell kann es gehen. Zuckerpass von Lubo. Ja. Also, der 37-jährige Routinier, seinem dritten Assist heute Abend, der nimmt das Spiel hier in die Hand. Wahnsinn. Mit der Rückhand super rüber. Und dass der Reed Gardiner weiß, wo das Tor steht.
Das haben wir mittlerweile auch gemerkt hier in Bad Tölz. Ja, aber klasse auch vom French, wie er den Verteidiger da mitzieht. Und dann steht der Reed ganz frei und die Chance lässt er sich normal nicht nehmen. Jetzt aber erstmal French, wichtiges Bulli. Für die wichtigen Bullies ist der Max French eigentlich immer auf dem Eis, weil der hat nämlich eine Erfolgsquote von 65% da am Anspiel. Ist da definitiv einer der Besten der Liga. Und auch hier schnell dazwischen. Super gemacht und 2 auf 1. Die Belker dabei, Gardiner dabei. Tor für die Burm. Und da ist es 5:3, Reed Gardiner. Da, Max French. Gut vorbeigelegt. Und dann nimmt er eben den zurückbleibenden Stürmer ein bisschen, Reed Gardiner. Und der trifft heute zum 2. Mal. Naja, und du hast es vorhin über den Frenchie gesagt. Dieses Mal hatte Luba die Belker da eigentlich einen ganz guten Weg gemacht und den Verteidiger da ein bisschen mitgezogen. Aber auch da sind die Löwen als Sieger rausgegangen. Und dann dürfte es eigentlich gewesen sein. Hier aber Gardiner will den Hattrick und Gardiner hat den Hattrick. Huiuiuiui, was eine Bude. Ach, die war natürlich nicht schlecht. Reed Gardiner zeigt hier alles, was er drauf hat. Da mit Tempo ins Drittel und dann wunderbar da vorbeigegangen an Kevin Martineau und viel platziert, der geht ja dann auch nicht mehr ins Kreuzig. Puh, also als Löwenfan kann man froh sein, dass man so einen Spieler jetzt in den eigenen Reihen hat, der Topscorer von Düsseldorf letzte Saison. Und ganz ehrlich, die DL2 allgemein kann sehr froh sein, dass der Reed Gardiner, 24 Jahre alt, jetzt 4 Tore in 4 Spielen mit 4 Assists, dass der in dieser Liga aufläuft. Und dann mit der Durchsage des Stadionsprechers laufen die letzten Sekunden runter. Die Tölzer Löwen gewinnen mit 6:3 gegen die Heilbronner Falken. Sie hören das Schmunzeln auf meinen Lippen. Also das Schlussdrittel geht einfach mal mit 4:0 an die Burm. Das, obwohl es in den ersten, was waren es, 8-9 Minuten bis zum Ausgleich eigentlich überhaupt nicht danach aussah. Ja, also das, der Ausgleichstreffer war der absolute Wendepunkt in dem Spiel. Und ja, ich finde persönlich, also der Sieg ist ein Tick zu hoch ausgefallen. Ja. Und ja, am Ende war es Tölz einfach die abgezocktere Mannschaft.